Herzlich willkommen, liebe Zuschauer in nah und fern zur Jahresendausgabe von Modell und Bahn. Und das gleich wieder in zwei Teilen. Im ersten Teil beginnen wir von Ihnen oft an uns herangetragen mit einer neuen Senderubrik, dem Modell- und Landschaftsbau. Unsere Tipps richten sich vor allem an die Anfänger unter Ihnen. Und im zweiten Thema, Pico hat kurz vor Weihnachten noch ein neues Modell in H0 auf den Markt gebracht, die Baureihe 364 der DB AG, die wir Ihnen natürlich auch noch kurz vorstellen möchten. Zu unserem ersten Thema. Begrasung und Begrünung ist immer ein Thema im Anlagenbau. Wir haben Thorsten Ströver in Detmold besucht und er zeigt uns, wie man eine schöne Sommerwiese auf der Anlage anlegt. Begrünung eines Untergrundes und ich habe zwei Materialien hier mitgebracht. Das ist einmal, oder es sind beides Acrylprodukte. Das eine ist von Ecke Interactive, das ist Dark Earth. Das gibt den Untergrund eine erdreiche Farbe, wie der Name es ja auch schon sagt, dunkle Erde. Dann ein ähnliches Produkt, auch auf Acrylbasis, ist dieses von McGimminis, nur in einem anderen Farbton mal ausgewählt, um gleich verschiedene Resultate zu sehen. So, daher tue ich die erstmal weg. Die kann man ganz normal einstreichen, ist kein Hexenwerk, kommt erstmal aus dem Bild raus. So. Wir werden elektrostatisch begrünen. Bedeutet, wir haben hier ein elektrostatisches Gerät, in diesem Fall ein RTS Greenkeeper 55 kV, verschiedene Aufsätze und so weiter. Eine Spirale, erzähle ich gleich noch was dazu. Was wir jetzt als erstes benötigen, oder zusätzlich dazu noch benötigen, ist ein Weißleimgemisch, ein Graskleber von verschiedenen Firmen, auch fertig gemischt angeboten, noch Langmesser, Silhouette und Co. und so weiter, Heki. Alle haben verschiedene Graskleber im Angebot. Die haben alle einen Vorteil, und zwar den, dass die Oberfläche länger offen bleibt. So, und das ist notwendig, wenn wir eine Landschaft begrünen wollen. Das heißt, Sie können jeden handelsüblichen Weißleim auch benutzen. Aber, Obacht, wer nicht schnell arbeitet, da schließt sich die Oberdecke oder die Oberfläche des Weißleims so schnell, dass die Grasfaser nachher nicht mehr in dem Leim stehen bleiben. Deswegen Graskleber nutzen. So, es ist nicht viel drin. Wir sehen gleich warum. Ein alter Pinsel, beziehungsweise oder in diesem Fall ein neuer, günstiger Pinsel, ein Malerpinsel, Rundpinsel, den haben wir vorher einen Tag in ein Wasserbett gestellt, dass er sich schön spreizt. Das würde ein teurer Pinsel nicht tun, also nichts Teures kaufen, macht keinen Sinn in diesem Fall. Also liegen so zwischen, je nach Baumarkt, zwischen 2 und 3 Euro. Mehr soll es nicht sein. Was Günstiges erwerben bitte. Warum? Und zwar, es ist so, er muss sich spreizen. Und das erreicht er, wenn Sie ihn einen Tag in ein Wasserbett stellen und diesen hier machen, ihn kräftig aufstutzen und zack, dann spaltet er sich noch mehr. Jetzt haben wir noch ein bisschen Erdreste dran, was nicht schlimm ist. So, wir fangen mal an. Deswegen ist auch nur wenig, in diesem Fall Graskleber drin. Wir gehen nur an die Spitzen. Ansonsten würde der Pinsel zu viel Kleber aufsaugen. So sieht das Ganze nachher aus. Der Untergrund ist noch leicht feucht. Besser wäre es jetzt gewesen, er wäre komplett durchgetrocknet. Deswegen fangen wir auf den linken Teil an. Man sieht, hier ist noch das gräuliche. Dieser gräuliche Untergrund ist noch sehr matschig. Da gelingt es gleich nicht. Wir werden es mal sehen. Und zwar hier. Und tupfen ohne viel Plan einfach auf den Untergrund. Versuchen Sie dabei nicht nachzudenken, sonst wird es zu viel. Dieses Ganze reicht schon. Wie gesagt, wir brauchen uns jetzt überhaupt nicht beeilen, gar keinen Stress aufgrund des Klebers. Hier haben wir, wie gesagt, das Begrünungsgerät von RTS. Das ist die Klappe, die machen wir erstmal ab. Das ganze Gerät ist gespeist mit einer 9 Volt Blockbatterie.
kann es hier mal öffnen. Da ist die ganze Stromversorgung drin. Klappe wieder zu. So, Kabel steckt. Kontrolllampe zeigt auch Energie an. Also ist es schon mal einsetzbar. Was wir hier haben, ist es auf jeden Fall, wir haben das gegen den Gegenpol, den stecken wir einfach in der Styrodur rein, irgendwo in der Nähe. Muss nicht jetzt genau da sein, weil dieses Gerät ist zum Beispiel jetzt ein 55 kV Gerät, das würde selbst hier in diesem hinteren Bereich noch Sachen begrünen und hat ein weites Umfeld beim 55 kV eigentlich so lange, wie das Kabel reicht. Also das ist schon einiges. Man muss es nicht direkt immer in den Kleber machen, was manche machen. So, was wir machen können bei diesem Gerät ist, oder was ich machen kann, ist, wir können die Fasern direkt reinmachen. Das ist momentan nicht mehr notwendig, denn wir haben auch diese Wechselbehälter. Da gibt es ein Dreierset. Das hat zusätzlich noch eine Feder, die ist notwendig. Diese Feder machen wir hier in das Gerät rein. In diesen. Ups, wir lenken es mal kurz weg. Deckel ab. Hier haben wir jetzt 2 mm hellgrün Frühling. Ist grell, aber keine Ahnung. Also keine Angst, das Ganze wird keine Frühlingsgeschichte. Jetzt zeige ich Ihnen gleich warum. Dann haben wir hier verschiedene Siebe. Umgekehrt. Hier ist das feinste, mittlere, grob. Entspricht den unterschiedlichen Grasfasern. 2 mm bis 4 kann man locker damit machen, mit dem kleinen feinen. Größere, längere Fasern mit dem mittleren. Und ganz lange Fasern, 12 mm und gegebenenfalls auch länger, handelsüblich sind 12, mit dem größeren. Aber je nach Bedarf, für feine Arbeiten gibt es den Trichter, wenn man nur kleine Flächen begrünen will, damit nicht allzu viel Grasfasern daneben gehen, ja, sind diese Trichter perfekt. So, damit man aber jetzt im Bild sehr viel sieht, nehmen wir jetzt mal ein großes Gitternetz, das schreiben wir einfach hier drauf. Die 2 mm sind jetzt schon drin, es ist alles verbunden, Kabel ist drin. Wir drücken hier einmal hier hinten auf den Knopf. Ich halte es immer kurz in den Luft und dann geht es eigentlich los. Jetzt müssen wir mal das Bild unten auf die Erde. Oh, wir sehen schon, die Grasfasern gehen hier drüber. Ganz deutlich. Ich lasse es jetzt mal so ein bisschen, weil der Untergrund hat noch eine Restfeuchte gehabt. Und überschüssige Fasern saugen wir jetzt ab. So, der Vorteil, wir können jetzt schnell wechseln. Wir nehmen es einfach raus. Hätten wir jetzt die Grasfasern direkt in das Gerät gemacht. Diese Geräte haben so eine lange Spannungszeit, dass wir zwischen gemessen so ungefähr 45 bis 60 Sekunden ist noch eine Restspannung da und wir würden jetzt dauernd die Grasfasern so sprühen sehen. Deswegen ist es ein Riesenvorteil, diese Feder drin zu haben, diese Nachfüllbehälter zu haben und eben wie man sieht, man kann ganz einfach tauschen. Man nimmt jetzt 2 mm beige, tut sie rein, zieht wieder drauf, gleiche Prozedur. So. Ich mache es immer folgendermaßen so, weil ich gesehen habe, es ist noch eine Restklebekraft da in diesem Feld. Probiere es jetzt erstmal aus. Wenn sie nicht kleben würden, würde ich nochmal einen Klebstoff nachlegen. Ja? Also das heißt, ich probiere jetzt erst nochmal aus. Gehe jetzt mit beige drüber. Nur punktuell, denn wir wollen ja nicht alles gleich machen.
Mit Beige sind wir soweit fertig. Man sieht hier, ist nicht mehr. Gerade wie noch die Fasern so raussprudeln. Ist jetzt vorbei. Spannung ist weg. Gefäß kann raus. Wir können uns jetzt mit einem Gemisch aus zwei Fasern, das ist Beige, das ist Sommer drin, in diesem Fall 4 mm und ein Haar. So, das können wir jetzt auch wieder hineinstecken. Jetzt versuchen wir mal, können auch das kleine Sieb nehmen, wir nehmen jetzt mal das mittlere Sieb. Aber wir haben jetzt bis zu 4,5 mm Fasern drin. So, jetzt dürfte das Ganze so dicht schon sein, dass wahrscheinlich es da keine Klebekraft mehr gibt. Aber wir versuchen es dennoch. Es ist dennoch möglich, dass das stehen bleibt und saugen dann gemeinsam das ab. Ich habe es jetzt nicht vergessen. Aber ja, man sieht, dass es immer da noch Punkte gibt, wo die Fasern stehen bleiben. So, jetzt saugen wir ab. So, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten und sagen würden, wir würden in 2 Stunden weitermachen oder in 3, wenn das Ganze getrocknet ist, dann würde man jetzt die nächste Schicht in der gleichen Art und Weise machen, wie wir es bereits zu Anfang gemacht haben. Das heißt, wir würden wieder drauf gehen und machen. Wenn wir das jetzt machen, legt sich das Ganze. Jetzt gibt es eine andere Möglichkeit, aber es gibt 2 Möglichkeiten. Wenn man viel rumsauen will, nimmt man Sprühkleber, von wem auch immer, von Noch, von Faller, von wem, oder Industriekleber von Wirt zum Beispiel. Das Ganze sparen wir uns jetzt mal. Es geht auch anders. Im Kunstgewerbe wird Fixationsspray genommen, um Bilder zu versiegeln, um sie lichtecht zu machen. Dieses Material haftet sehr gut. Ich betone extra haftet, weil es nicht verklebt und somit nicht die Gräser aneinander verklebt, was man nachher sehen würde, gerade wenn man besonders in die Nahaufnahme von Gräser, von Landschaften geht, dann sieht man das, dass dann verschiedene Fasern sich zusammenlegen würden und sich dann auch verkleben würden. Dieses Fixationsspray macht es nicht und das zeige ich gleich mal. Es ist einfach. Da müsste man sagen, man würde normalerweise sagen, der ist ja bekloppt. Wenn man Sprühkleber auf die Hand klebt, dann hat man den ganzen Abend zu tun, das Ganze wieder sauber zu kriegen. Das ist hier beim Fixativ nicht der Fall, wie gesagt, weil es nur haftet. Es wirkt feucht und es ist trocken. So, also kleben einfach ein bisschen, sprühen einfach ein bisschen hier drüber, über diese gesamte Fläche. Mit den gleichen Fasern von gerade eben, 4,5, gehen wir jetzt da drüber. Und haben schon jetzt eine sehr hohe Wiese mit nur 4,5 mm Fasern, die wir hier benutzt haben. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Zuerst 2 mm hellgrün, dann 2 mm beige. Damit schaffen wir den Untergrund. In welcher Reihenfolge man es macht und wie viel man davon nimmt, das muss jeder für sich ausprobieren. Danach sind wir auf 4,5 mm gegangen. Die erste Schicht immer noch mit dem ersten Leim. Dann haben wir das Fixativ ins Spiel gebracht und haben einfach nur drüber gesprüht. So, wenn wir da jetzt draußen eine Frühlingswiese machen wollen und wir sind immer nur bei 4,5, das heißt, wir haben im Prinzip durch das Fixationsspray eine weitere Schicht aufgebracht. Ja, das heißt, 2x2, einmal die 4,5 Fasern und ein zweites Mal die 4,5 Fasern. So, wir wollen dieser Wiese
noch etwas Blüten spendieren. Weiß-Gelb liegt nah, hier ist Gelb drin, hier ist mir leider der durchsichtige Behälter kaputt gegangen, deswegen schwarz, hier ist Gelb. So, wir können, um noch ein bisschen Akzente zu setzen, auch noch eine weitere Farbe ins Spiel bringen. Bei Mädchen beliebt auch diese Farbe. So, wir sprühen einfach mal eine kleine Fläche ein. Auch hier wieder das Fixativ hat den Vorteil, dass Blüten, die zu viel drauf gekommen sind, einfach wieder mühelos entfernt werden können. Normalerweise gehe ich dabei anders vor, wenn ich eine Styrodurplatte habe, dann neige ich sie zur Seite hin und gebe dann die Blüten drauf. Das gibt mir die Gewissheit, dass die Blüten wirklich nur an der Spitze haften bleiben. Da ist irgendwas anderes reingekommen, was da nicht hingehört. So. So, jetzt haben wir schon so ein bisschen den Wildblumencharakter. Natürlich kommt gleich noch die Farbe Gelb hinzu für Löwenzahn oder ähnliches. Man sieht es aber auch den Blüten an. Hier ist es von Vorteil, diese Blüten sind von Martin Wellberg. Es gibt natürlich auch noch welche von Silhouette, Heki und so weiter. Qual der Wahl. Jeder muss selber entscheiden, was er nimmt. Die von Wellberg haben den Vorteil, dass sie A, sehr fein sind und sehr leicht. Das heißt, sie gehen nicht gleich in die unendliche Tiefe der und versinken zwischen der unendlichen Tiefe der Grashalme. Hier wieder aufpassen, wenn man sowas macht, weniger ist mehr. Also es ist immer schwierig, immer abzugrenzen, wo ist jetzt Stopp. Ja. Wir wollen es da mal bei belassen. Die roten Blumen sind etwas schwieriger zu sehen, deswegen setze ich sie mal vorne an der Kante. Und am Rand symbolisiert so ein bisschen Mohnblüten bei einer Wildwiese. Könnte noch ein bisschen mehr sein. Meistens am Rande von Wiesen, nicht immer, oder zwischen Körnern. So, hier ist es ein bisschen zu viel drauf gekommen. Hier können wir einfach die mit der Pinzette entfernen. Mit Sprühkleber hätten sie jetzt keine Chance. Das wäre fest und ewig und sie hätten die ganze Grasvase jetzt bereits schon in der Hand. So, für die Mädchen noch ein bisschen Pink mit ins Spiel. So, jetzt haben wir schon auch da wieder ein bisschen viel. Gutes Beispiel. So. Sieht in Ordnung aus. Ich bin zufrieden. Und beim nächsten Mal machen wir ein bisschen mehr. Wir danken Thorsten Ströfer für die Tipps beim Rasenbau. Pico überrascht kurz vor Weihnachten mit einem H0-Modell. Es ist die Baureihe 364 der DB AG. Wir haben sie uns bereits angesehen. Das Vorbild des Modells der Baureihe 364 der DB Cargo mit Revisionsdatum vom 10. März 2000 war in Kornwestheim stationiert. Der Farbanstrich ist entsprechend verkehrsrot und die Lok mit Funkfernsteuerung ausgerüstet. Das Modell kommt in folgenden Varianten in den Fachhandel. DC-Lok analog, AC-Lok inklusive Pico Smart Decoder 4.1 Plax 22 mit MFX-Fähigkeit, Sound-Lok inklusive Pico Smart Decoder 4.1 Sound Plax 22, AC Sound Lock inklusive Pico Smart Decoder 4.1 Sound Plax 22 mit MFX-Fähigkeit. Die
dreiachsige Stangenrangierlok glänzt mit einer Vielzahl extra angesetzter Details, wie die Luftkühlleitungen, Kondenswasserbehälter, Indusi, Fettpumpe, Hupe, Funkantenne, Aufstiege, Griffstangen und die feine Spurkranzschmiereinrichtung der Bauart Delimont-Flume. Eine saubere und trennscharfe Bedruckung rundet den perfekten Gesamteindruck dieser Maschine ab. Das Modell der Baureihe 364 ist mit zwei Kurzkupplungsschächten nach NEM ausgerüstet. Eine Achse ist zusätzlich mit einem Haftreifen versehen. Einen gewichtigen Auftritt verleiht dem Modell der Baureihe 364 der schwere Zinkdruck-Gussrahmen. Angetrieben wird die Lok von einem kräftigen Motor mit zwei Schwungmassen, die zusammen für exzellente Fahreigenschaften in jedem Geschwindigkeitsbereich sorgen. Die Lok ist mit einer digitalen Schnittstelle PLAX 22 ausgerüstet. Das analoge Modell ist für ein unkompliziertes Nachrüsten mit Sound und größtmöglichen Lautsprecher vorbereitet. Die Soundlok ist insgesamt mit 28 digital schaltbaren Soundfunktionen ausgestattet. Hier ein paar ausgewählte Beispiele. F0 Licht an, aus. F1 Motorsound. F2 Horn. F3 Makrofon. F6 Fahrwerksbeleuchtung. F7 Rangiergang. F19 Rangierfunk 1. F20 Rangierfunk 2. Hier ist der Werkmeister vom Südwerder, einmal bitte auf 67 abdrücken.
360 abdrücken. Ich drücke an. Einstrich schneller bitte. Achtung. Und die Nordberg-Lok halt. Und Stellwerk KW bitte für die Nordberg-Lok. Und KW hört. Jo, die Nordberg-Lok dann bitte einmal aus 23 an die Tankstelle. Jo, und auf 23 an die Tankstelle, geht los. Die Baureihe 364 der Deutschen Bahn AG von Pico überzeugt durch feinste Lackierung und Bedruckung in stimmigen Farben und Schriften, vorbildgerechte Proportionen, feine Gravuren und viele extra angesetzte Details. Mit diesen attraktiven Besonderheiten und den technischen Standards der digital schaltbaren Führerstands- und Triebwerksbeleuchtung zeigt Pico einmal mehr, hohes Niveau bei Neukonstruktionen und verspricht lang anhaltenden Spielspaß durch die betriebstaugliche Ausführung, durchdachte technische Features und hervorragende Fahreigenschaften zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Das war der erste Teil unserer Jahresendausgabe. Der zweite Teil demnächst auf gleicher Welle und Kanal. Bis dahin, ich freue mich auf Sie, Ihr Frank Puttig.